Ich habe heute Nacht da ein bisschen was habe ich gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Da, wo man Sterne sammeln kann, die Wochenchallenge, das habe ich da gemacht. Habe dann gleich wieder ausgegeben, habe einen Modric bekommen. Noch, ja. Den habe ich noch bekommen. Den Motor, ich weiß aber nicht, wo ich den hinmachen soll. Ich kann nicht umwandeln im Moment. Entweder habe ich kein so Item oder es geht nicht bei ihm. Weil er ist ja zentrales Mittelfeld und das habe ich ja nicht in der Aufstellung. Ne? Ja, wollte ich nochmal sagen. Ich habe sogar noch zwei Sachen im Shop. Ja. Da diese Moments war das, glaube ich, ja, wo man da die Sterne sammeln kann. Ja, da mal gucke ich nachher noch mal rein. So, jetzt haben wir ja noch drei Spiele. Oh je, oh je, oh je. Ziemlich breit, ziemlich tief. Die haben alle so breite Tiefe, gell? Ausgewogener Angriff. Halbprofi. Meine Chemie ist schon wieder runtergegangen, weil ich ein paar Spieler eingesetzt habe. Ich bin ja ganz schlecht. Warum auf einmal? Warum auf einmal? Da ist halt die Chemie schlecht. Ja, egal, 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 egal. Egal, 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 egal. Die Chemie schon, naja, weil ich den anderen Abwehrspieler rein habe. Ja. Haben wir ja auch deutlich ja erkennen. Dann probieren wir mal unser Glück, ja. Was mache ich auf die Ich darf Sie Mitte herzlich sehen? begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Auf dem Programm Der steht heute eine Henri. interessante Der Begegnung. Das wird Henri. mit Sicherheit ein Riesenspiel. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Wir schauen auf die Aufstellung der Tough Cookies. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Boah, war ein guter Steilpass, oder? Kann man nicht motzen hier, gell?
kann er blocken, sah gefährlich aus. Das frühe Stören jetzt. Owen. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Da ist die Flanke. Erklärt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Er erzwingt den Ballverlust. Chance zur Führung. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Drin ist der Ball, ja? So einen Nachschuss, den darfst du dir eigentlich nicht erlauben. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Grandios, oder? Grandios. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Die Tough Cookies haben den Ball verloren. Angriff hier der Tough Cookies. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Schöner Pass jetzt. Jetzt der Schuss. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Die Szene damit beendet. Klasse Parade. Und das war wichtig. Weiter nur ein Tor hinten. Alles noch machbar. Alles noch drin. Und damit sind sie am Ball. Weg. Ja, setzt sich schön durch. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Parade. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie doch noch das Tor. Hühnerhaufen. Wiederholung zeigt uns zunächst die Scheiße, 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 Scheiße. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Platz für Alexis. Er kann dieses Duell gewinnen. Sie sind da, Ball wird geblockt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und jetzt wird es Einwurf geben. Come on. Das gibt Einwurf. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Kane geht vorbei. Da ist er alleine durch. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. Wichtig, wichtig. Die
Entstehung dieses Tors noch mal. Müsste mal auch Profi spielen oder so, ja. Aber Profi habe ich dann halt mit Sicherheit ein paar Problemchen mehr, ja. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Kein guter Pass. Aber gar nicht. Oh, wieso? Steilpass, gefährlich. Kane. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Demit. Jetzt kommt die Ecke. Sie bekommen den Ball nicht raus. Alexis Sanchez mit dem Schuss. Ball wird hier erstmal geblockt. Und er pfeift abseits. Was abseits? Aber am Arsch nachher. Da ist der Ballverlust. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Den Ball holt er, gut verteidigt. Alexis Sanchez. Da passt er auf und kann klären. Gute Grätsche, er hat den Ball. Das wird jetzt Abschluss geben. Wo schießt du hin, du Simpel? Du Lucci. Owen am Ball. Schön vorbeigekommen. Schön abgeblockt. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Schönes Dribbling hier. Pause. Johannes, das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Scheiß Johann, dein Herr. Knappes Ding, ja. Ich krieg's halt einfach nicht geschissen, gell. Ich krieg's nicht geschissen hier. Nein. Wir gehen wieder hinein in dieses Spiel, wo es aktuell nicht gut aussieht. Für die Tough Cookies, sie liegen hinten. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Da ist die Flanke. Du Simpel. Kane! Oh! Nur dieses eine Türchen trennt die beiden. Weil sie diese Chance nicht. Köpf danach hinten. Wär's gewesen? Ah, knappes Ding hier. Aber ganz knapp ist, ja. Guter Pass jetzt. Harry Kane, jetzt ist der Platz da. Wieder können sie ihn nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Ich habe auch noch einen anderen Stürmer rein. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Zwei neue Spieler rein und. Das merkt mal dann die Chemie, ja. 3:1 heißt es also jetzt. Michael Owen. Angriff jetzt der Tough Cookies. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit.
Da geht er vorbei. Geht mit dem Ball am Fuß nach innen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Gute Gelegenheit. Er hält drauf. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Eckball. Ball kommt kurz. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Geht. Sie führen die Ecke kurz aus. Zinedine Zidane. Ja, das sieht gut aus. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Aktuell haben sie den Ballbesitz, vielleicht können sie für Gefahr vor dem Tor sorgen. Er macht zu. Verteidigt er den Ballbesitz. Nun Henri. Die Tough Cookies machen Druck. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Zieht einfach mal ab. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Kann nicht zuhören. So, jetzt die kurze Variante. Zug zum Tor jetzt. Sieht gut aus. Kein Problem, den hat er. Sie wechseln jetzt. Jetzt der Eckball. Gefährlich. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Geh mit. Hätten noch ein Stückchen laufen können, ja. Ein Stückchen laufen können. Wenn ich die Ecke halt besser mal hinkriegen würde, gell? Ecke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sie üben schon früh Druck aus. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Geballert, das sieht nicht wirklich gut aus. Schauspieler. Schauspieler, ja. Und jetzt geht's hier weiter, nämlich mit einem Schiedsrichterball. Der Keeper mit dem Ball. Die Tough Cookies haben den Ball verloren. Sie kommen über Harry Kane. Jetzt müssen Sie aufpassen. Kane, er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasse-Leistung. Der andere macht gar kein Kisch, gell? Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den... The Modric, mein Superstar. Ah, ich habe 3 neue Spieler drin, ja. Wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Gutes Tackling.
Ballverlust Modric. Früh wird er jetzt gestört. Owen am Ball. Schwacher Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Michael Owen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Harry Kane. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Oh nee. Jetzt habe ich so schön gespielt. So schön gespielt, oder? Und er war knapp im Abseits, ja. Ball ist weg. Kane. Postillon ist das. Thierry Henry. Owen. Könnte was werden. Guter Pass. Sie verlieren den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Luka Modric. Richtige Entscheidung. Ups, sorry. Er zeigt es an, abseits. Ja, was willst du denn, du Horst? War ja ganz klar abseits, ja. Schlusspfiff in dieser Partie. Wenigstens gewonnen, ja. Also den Sieg. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Basis gewonnen. Er bietet den Sieg. Kane geht vorbei. Alexis Sanchez. Ist das der, wo ich reingemacht habe? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fehlt nicht mehr viel für Gold ein. Buenos Aires. Schickes Heimtrikot. So eins will ich auch. Halbprofi. Wieso Staubamateur? Habe ich da noch einen anderen zentralen offensives Mittelfeld? Neger. Nur Scheiße, ja. Und der Modric kann nicht ummodeln zum offensiven Mittelfeld. Nee. Ich brauche mir wieder neue Verträge. Habe ich so das Gefühl, ja. Sanchez, ja, den habe ich reingemacht. Habe ich umgewandelt vom Mittelstürmer zum Stürmer. Und dafür den anderen
Charge Boy rausgemacht hat, den Isaac. Isaac. Muss man mal ein neues Päckchen holen, ne? Was ist denn das für ein Trikot? Von welchem Verein? Sieht gut aus. So ein buntes will ich auch. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Amazonas. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Es könnte ein Superspiel werden. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. So gehen die Natters in diese Partie. Im Tor steht Jan Oblak. Jisung Park steht mit Ruben Neves im Mittelfeld. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Kann jetzt über außen kommen. Alexis Sanchez! Abseits, wir hören's. Was schon wieder abseits? Oh. Ach, komm, hör auf. Nur weil die eine Hufe noch da rausflutscht. Einer der wichtigsten Leute wird in dieser Begegnung auf jeden Fall Roberto Baggio sein. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große Freude, ihm zuzuschauen. Oh, das hat nicht jeder so gesehen. Abseits. Abseits. Den Zweikampf führt er sehr gut. Lamela. Da wäre Platz auf außen. Und jetzt Coutinho. Da muss er hin und holt sich den Ball. Die sind doch alles so Lutscher. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht interessant. Kane. Er gibt den Ballbesitz ab. Angriff jetzt der Natas. Er kann sich durchsetzen. Könnte die Führung werden. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Und jetzt gibt es Einwurf. Da ist der Ball jetzt weg. Coutinho. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ich glaube, es geht nicht mehr lang, dann habe ich eine Kiste drin. Lang geht's nicht mehr, ne? In die Ecke kommt. Sie spielen erstmal raus. Jetzt können sie vielleicht kontern. Alexis Sanchez. Macht er das Tor? Schön, wie sie diesen Konter spielen und fast wird das Ganze dann ja auch mit einem Tor belohnt. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch, eine super Szene. Jetzt sind sie am Ball.
Ach, komm her auf. Wir geben hier aktuell eindeutig den Ton an, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik anschauen. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung. Ganz wichtig, da muss er hin. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Captevila. Gut, wie er den Ball abblockt. Ecke jetzt. Meine Fresse. Auf den Treffer. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Einwurf. Harry Kane. Die Natas haben den Ball verloren. Das ist Baggio. Hereingabe jetzt. Oblak ist da. Oblak mit der tollen Parade. Und das aus dieser Distanz. Unglaublich. Oh, wie schön er den angenommen hat. Er geht in den Strafraum. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Harry Kane. Den Ball holt er. Captevila. Und jetzt Coutinho. Park! Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Da kommt nochmal dieser Treffer. Erst der Ball. Ja. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Der andere schaut da hinten zu, Gabi, was weiß ich. Anstatt dass er das Füßchen hinhebt, jo, von Sie wegen. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Fängt diesen Ball ab. Wollen, dass sie was aus der Chance machen. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. So, was machen Sie draus? Oh, viel Platz jetzt. Das macht er sicher. Ich weiß nicht, ja. Meine Herren. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Das gibt Freistoß. Für wen? Sie werden hier wechseln. Macht er gut hier. Ah, das sieht gut aus. Die sind auch schneller, gell? Da ist die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt. Halbzeit. Die erste Hälfte ist vorbei. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Ja, vorbei ist er. Der Versuch mit dem Lupfer.
Ball ist beim Torwart. Alexis Sanchez. Das ist Isak. Gibt Abstoß. Wo du Depp Spiel hin? Jisung Park. Isak, das macht er gut. Oblak, super, wie er das macht. Wie er den schieß Ball doch früher, du Simbel. Ecke kommt in den 16er. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Das frühe Stören jetzt. Coutinho am Ball. Sie kommen über den Flügel. Park holt sich den Ball im eigenen 16er. Was war das? Jetzt gibt's einen Einwurf. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Sie versuchen es. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung zwei Tore. Weil statt auf der anderen Seite hast du die Chance zum... Pass bleibt hängen. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Da kann er erst mal klären. Und wieder geben sie den Ball ab. Alexis Sanchez am Ball. Ein Pass mit viel Auge. Ist das das Tor? Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Casemiro. Das ist Isak. Schwache Aktion, Ballverlust. Spiel läuft weiter nach diesem Foul gegen Alexis Sanchez. Es gibt Vorteil. Machen Sie jetzt gut. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Wo rennt er denn hin? Wo rennt er denn hin? Da kommt das Tor nochmal. Und wir sind ehrlich, es ist ein überraschendes Tor. Also ich habe eher gedacht, wenn ein Tor fällt, dann auf der anderen Seite. Sie leben noch. Der Fußball und seine Geschichten. Sie waren schon weg, das Ding war durch. Aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. What? Was für eine ich wollte ihn halt umlegen, ne? Szene ganz stark gemacht. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ecke kommt kurz.
Das macht er sehr gut. Ballverlust. Vielversprechender Steilpass. Super Pass zu Alexis. Sie sind vorne. Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Nach diesem Rückstand sind Sie wieder da. Heiligst Blechle, Herr. Erst der gefährliche Steilpass und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Wieder hier ein Tick zu spät geschossen, ja, gell? War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Diego Forlán. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler. Der Ausgleich, jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Okay. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3:3 und vielleicht war das noch nicht alles. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne, die wollen den Siegtreffer. Lässt sich einfach abhängen. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen. Und Tor. Das ist die Scheiße. Keiner mehr gerechnet. Ach, Fulia. Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Und nun Alexis Sanchez. Gute Grätsche, hat den Ball. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Eric Lamela. Schöne Ballerung durch die Natter. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Guter Einsatz, aber jetzt ist es was, Scheiße. Capdevila. Da ist der Ball jetzt weg. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Schiri lässt ihn da ohne Karte davon. Scheiße. Habe ich noch versemmelt, ja. Alexis Sanchez geht runter. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Gibt ja noch 11 Meter. Die Schiedsrichterin pfeift 11 Meter und das ist jetzt die Chance, die Führung hier kurz vor Schluss auf 2 Tore auszubauen. Und jetzt gibt's 11 Meter. Und gelb für das Foul auch noch. Wenn der reingeht, war's das wohl. Sie verwandeln diesen Elfer. So, Blick auf die Wiederholung. So verwandelt man einen Elfmeter souverän. Mit ganz viel Coolness, ganz gelassen. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5:3. Verteidigt da den Ballbesitz. Dumm gelaufen, ja. Nicht ungefährlich. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Ach komm, hör auf, ja. Und nun tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff in diesem Spiel. Naja. Ist es eine Niederlage geworden. Scheiße. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgt. Scheiße, hol dir. Scheiße. Tut mir leid.
So, wir haben jetzt nur noch eins, ne? Wo wir dann wieder einen auf den Beats kriegen. Leider. Merde. Ärgerlich, ärgerlich sowas. Ja. Jetzt hatte ich schon so eine gute Chemie aufgebaut. Scheiße. Halbprofi, bei mir macht er immer halb Amateur. Der Baggio. Kein Vertrag mehr. Why? Ich kann ihm keinen Vertrag mehr anbieten. Warum nicht? Nee! Nein! Wieso nicht? Die wandern. Ist jetzt ärgerlich, gell? Finde ich schon. Ich habe zwei Engländer im Verein, drei Brasilianer, ein Spanier, ein Finne. Jugoslawe, Kroate, Serbe, keine Ahnung, Österreicher, Norweger und Italiener. Damn it, jetzt habe ich den Baggio nicht mehr. Klasse. Wunderbar. I'm so happy, gell? Meine Chemie geht immer mehr in den Keller. Warum? Ich hatte schon eine 20er Chemie oder noch besser. Gefällt mir nicht mehr. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Diego Carlos spielt mit Simon Kjær in der Abwehr. Casemiro steht zusammen mit Fernando Reges zentral. Und Harry Kane spielt im Sturm mit Alexis Sanchez.
Alexis, den muss er machen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ich habe ein Tor geschossen. Wie ist ein Türchen fürs Möhrchen? Schüsse. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann ein glückliches Tor. Den Ball hat er nicht gut getroffen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Böse, böse. Dafür kann man fast auch eine Karte geben. Frühe gelbe Karte, das hätten sie gerne verhindert. Denn das stellt sie vor Probleme. Einen Platzverweis darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Casemiro. Das macht er sehr gut. Casemiro. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst. Was rennt der mir da vorne auch in der Linse rum? Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Das war zu wenig. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Tammy Abraham. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Da sind Mitspieler frei. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Sie den Vipers viele Räume auf dem Flügel. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Das könnte gefährlich werden. Guter Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Sie machen schon sehr früh Druck. Alexis. Alexis, den muss er machen. Gut gehalten. Hätte doch quer gespielt. Hat ja heute schon einen Treffer, konnte sich schon einmal durchsetzen, hier aber nicht. Kane führt diese Ecke aus. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Und das gibt erneut Eckball. In den Strafraum. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Er versucht, aber der Ball geht doch. Das war ja ganz schlecht. Das war ja ganz scheiße. So langsam wird's gefährlich. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Oh, das könnte was werden. Ja, was für eine Parade! Riesenszene, ganz stark gemacht. Casemiro. Er fängt diesen Ball ab. Sie unterstützen gut. Jetzt Kier. Jetzt Casemiro. Sanchez. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Alexis, den muss er machen. Das gibt's doch nicht. Gehalten. Vielleicht die Konterchance. Alexis. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training.
So, Ballbesitz jetzt. Da trennt er ihn vom Ball. Die Vipers mit einem Angriff. Alexis Sanchez am Ball. Ball ist weg. Das ist jetzt eine Chance. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Da kommt die Ecke. Zieht ab. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Gute Ball geholt, jetzt können sie angreifen. Er steht einfach immer richtig, auch hier blockt er ab. Fängt diesen Ball ab. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klar, jo, komm, du Vollzange. Biberdo. Sie haben den Ball. Er geht vorbei. Die Vipers haben dieses Spiel in den letzten 15 Minuten dominiert und daraus ergeben sich auch immer wieder Chancen. Also wenn sie ist das das Tor? Eine sichere Parade. Ich krieg halt kein Ding hin, gell? Ecke in die Mitte. An den Ball kommt niemand ran. Schade. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Pass wird abgefangen. Tammy Abraham. Pausenpfiff. Jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Ich hab Salzenberger. Nicht so richtig. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. So wird es nichts, gell? Neu. Die zweite Spielhälfte geht los und im Moment sind die Vipers hier hinten. Da kann er ihn stoppen. Das macht er gut. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Wieso schießt er einfach nicht einmal ein bisschen früher? Ich. An den Torhüter. Werner, jo, der Werner. Jo, der Werner. Ecke von Harry Kane. Schussversuch. Blockt den Schuss erstmal ab. Werner. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Er zieht einfach vorbei. Gehalten, stark gemacht. Jetzt die Ecke. Weiter gefährlich. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Da können sie kontern. Ballverlust Harry Kane. Könnte der Ausgleich sein. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Gucci. Fahne oben, klar, abseits. Gut gesehen, ganz klar. Das war knapp, das war eng, aber die richtige Entscheidung. Da, ganz klar, am Abseits hier, 3 Meter, ja, kommen wir auch, ja. Da hilft dir die Frisur auch nichts mehr, gell? Ja.
Das hat er geahnt. Saka. Chance auf den Ausgleich. Kein Problem, ganz sicher. Ecke kommt in den 16er. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Eckball. Warte. Ich habe doch vorher gerettet. Will er denn? Die spielen erstmal raus. Alexis Sanchez. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Glaub ich noch, war oder was? Doch nicht entschlossen genug. Auf dem Flügel hätte Werner jetzt Platz. Und er geht an ihm vorbei. Alexis, der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtige... Richtig, Miguel ist da, nicht Alexis, du Horst. Wir schauen uns nochmal die Entstehung. Och Mann! Da ist der Konter. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Er lässt den Gegner stehen. Fernando. Fernando. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Tammy Abraham. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Ich glaube nicht mehr dran. Könnte jetzt was werden. An meinen Sieg, ja. Macht er ihn. Schön abgeblockt. Macht da gut Druck. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt haben sie den Ball. Angriff von den Vipers. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ja, man merkt... Gibt's doch nicht. Jetzt schießt er. Nicht drin. Boah, das wäre der späte Rückstand gewesen. Aber gut dicht gemacht. Tolle Aktion. Bei ihnen wird's also der Baggio fehlt mal, verstehst du? Der Baggio. Ecke kommt rein. Gut geklärt. Da wäre Platz für den Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Die Vipers kommen. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Da bekommt er Unterstützung. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Ballverlust durch Bukayo Saka. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Harry Kane. Kein Problem. Spiel doch quer, du Vollsimpel. Könnten sie es schaffen und doch noch in Führung gehen. Alexis Sanchez wird jetzt also ausgewechselt.
in den Strafraum. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Verteidiger ist dazwischen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Wieso kriegt kein Elfmeter? Ja. Ja, ganz klar. Ja. Blöder Sack. William Saliba. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen? Du blöder Penner! Jetzt gibt's die Sonderschicht für die Spieler. Wir gehen in die Verlängerung. Zu dem wollte ich doch gar nicht spielen, zum anderen. Wieso spielt er zu dem Penner? Du Lutscher. Jetzt gibt's hier die Zugabe. Die Verlängerung hat begonnen. Datsun will dich die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Schiedsrichterin lässt Vorteil auf. Und dann kommt der Pfiff doch noch. Ach komm, hör auf. Ball erstmal abgegeben. Setzt sich klasse durch. Benzema mit der Chance. Er steht gut, er ahnt den Ball, macht sich lang. War wieder so eine Parade, die einfach zeigt, wie gut er ist. Es wird jetzt hier gewechselt. Ecke kommt. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Mähle. Machen Sie jetzt gut. Vielleicht die Führung jetzt. Gute Möglichkeit. Aber ja, Abseits. Was rennst du ins Abseits, du? Wart doch mal, bis ich da vorne bin. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Er hat den Ball. Und den Ball hält der Torhüter fest. Da wäre Platz auf außen. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Da kommt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Es steht hier also weiter unentschieden. Sprachlos. Einfach nur noch sprachlos, wie alles hier. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte der Verlängerung ist gestartet.
Den Zweikampf führt er sehr gut. Kann jetzt über den Flügel kommen. Da kommt die Flanke. Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende... Könnt ja kein Kopfball oder was? Wo kommst du hin, du Simpel? Ja, also bitte ums halbe Hemd, ja. Du Arschgeige. Cialanoglu. Da macht der Abwehrspieler alles richtig. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Der Lupfer führt nicht zum Tor. Gehalten. Stark gemacht, wartet lange und setzt sich dann in diesem Duell der Nerven durch. Gutes Taping. 8 Minuten haben sie hier noch Zeit in der Verlängerung. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Cialanoglu. Ah, das könnte was werden jetzt. Karim Benzema. Toni Kroos. Ganz lang macht er sich da gehalten. Nochmal Ecke und eine gute Gelegenheit. Vielleicht fällt hier doch noch das Tor. Ecke in die Mitte. Gut geklärt, das war wichtig. Wieder ein Eckball. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Wilfried Zaha. Zaha! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die Ecke von Timo Werner. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Das dürfte die letzte Gelegenheit. Ganz stark vom Torwart. So, wir gehen ins Elfmeterschießen. Habe keine Chance. Ich kann jetzt schon sagen, wieder verkackt. Wieder verkackt. Wieder verkackt. Weil ich das einfach nicht hinkriege. Es geht los. Der erste Schütze steht bereit. Schön verwandelt. Er bereitet sich auf seinen Elfmeter vor. Benzema macht den Elfer. Klasse gehalten. Da macht er einfach alles richtig ganz stark. Kein Tor. Und das ist das Risiko, wenn du den Elfer reinzaubern willst. Gehalten. Ganz, ganz starke Aktion von ihm. Oh nee, den Ball setzt er ein gutes Stück daneben. Da war der Druck für ihn wohl zu groß. Das war ein richtig schlechter Elfmeter. Ja, da haben seine Nerven nicht mitgespielt. Und nicht drin. Der Elfer geht an den Pfosten. Jetzt muss er seine Nerven kontrollieren. Er muss treffen, sonst verlieren sie dieses Spiel. Jo, der passt genau. Ins untere Eck, perfekt geschossen.
Nein! Und er hat ihn ganz stark pariert. Danke. Geht nicht, ganz ehrlich. Wieso springt meiner nicht? Und was ist das für ein Druck? Tor! Sehr sicher geschossen! Wieder verkackt, sag ich doch. Verwandelt und damit haben sie den Sieg. Sag ich doch. Ach, Scheiße, Wandern. Naja, war wohl nicht, ne? Nicht so richtig. Dumm gelaufen. Ich geh mal zurück oder mal gucken, ob wir irgendwas haben. Nein, nicht der Verein, nicht der Verein. Menü. Oh, ich hab 6 Ziele. Jo. Echt? Was haben wir da noch Schöne? Was brauchen wir da? Absolviere 2 Offline oder 2 Online Draftpartien, die alle erlebt. Draft, ich kann kein Draft machen. Da muss man, da Footies direkt vorlagen. Gold Pack. Und da haben wir noch hier zwei Vereine. Was sind das? Was haben wir da? Berge in derselben Squad Battle mit und Vorbereiter. Ah. Aha. Jetzt haben wir noch Milestones. Ah. Was haben wir da? Ah. Trophäenplätze. Ganz toll. Da war doch noch was. Da war doch noch was. Irgendwo war noch was. Ah, da. 200 Tore habe ich schon geschossen. Ah. Braucht kein Mensch. So, dann werden wir mal hier ein paar Packages aufmachen. Wir haben hier 6 Stück at the moment. Und ich würde sagen, wir fangen mal gemischtes Spielerpack, 2 Elf-Spielerpack, gemischtes Anpassungspack. Machen wir ein Anpassungspack. Bronze. Frühlingsgrün, Doppelhalter-Banner. JGU, oh schön, ein Wappen. JGU United. Auch ein Wappen, Argentinos Junior. Kopenhagen, wieder so ein dezentes Weiß. Choreo braucht doch kein Mensch, oder?
braucht kein Mensch. Crystal Palace. Ein Wappen. Ganz toll. Was ich an norwegischen Nordirland. Oh. Oh, mal gucken hier. Exeter City FC. Kudos. Kudos. Der Speichel. Kann ich die verschieben? Kann ich die verkaufen? Ja. Aber bringt wahrscheinlich kein Geld, ja. Abbrechen. Zentrales Mittelfeld. Wer ist denn das? So. Keine Ahnung. Open it, please. Der Ball war ja. Den Ball machen wir ja. So, nächstes Pack. Silbernen. Ich meine, die kann man alle hier. Alle verkaufen. So, jetzt Goldpack. Spielerheilung, Managerliga, Forever in War, Tor Sounds, Marching Band.
wenigstens wieder drei Spielerverträge und Managerverträge. Sentinel. Dammit. Das ist zum Abbrechen, wie ich sag's euch. Mal gucken, ja, Heimträger, was haben wir da noch hier? Kopenhagen. Northern Ireland. Malaysian, Cardiff City. Dieses Grau, das ist ja total hässlich, oder? Finde ich jetzt. Gefällt mir nicht. Ach, guck mal, nehmen wir das. Jo. Mal auswärts, aber auswärts für Sprite. Machen wir das Sprite. Oder Mallorca. Oder Shanghai. Shanghai. Machen wir Shanghai. Lalalalalalala. Nehmen wir mal das. Schön in Orange. Orange. Ball habe ich leider nur ein. Nein. Knierutscher, da habe ich doch was anderes. Tänzchen. Da war ein Tänzchen. Vereinsspitzname. Velvet Touches. Bees Knees. Meet and Drink. Haben wir noch was? Vereinshymne? Fangesänge. Sound. Aktion. Haben wir noch nichts? Okay. Rockter. Ich habe halt leider nur das oder das.
Ah, da gefällt mir jetzt aber besser. Ja. Viel näher an dem Team Japan. Habe ich da mal wieder was Neues? Kann ich eigentlich Celtic machen, oder? Mach mal Celtic, ja. Mach mal Celtic. Stadionfarbe habe ich halt nur das Gelb oder Blöde, ne? Habe ich da nicht. Panathinaikos. Aber überall Chiman Tiger, ja. Da, da, da. Ja, das gefällt mir am besten, ja. Rasenmuster. Linienfarbe könnte ich ja noch ändern. Ja, das könnte ich machen, das ist richtig. Ja. Machen wir die mal und dann machen wir das auch. So, ja, ein Team. Wir haben mal ein Team. Dass ich den nicht verkaufen kann, ja. Krass, krass, krass. Einmal Aktion, kann ich den verkaufen? Nee. Ich kann die alle nicht verkaufen. Wieso bringt mir das nichts, wenn ich die verkaufe? Schnellverkauf. Zentrales, defensives, offensives Mittelfeld 88.
Pass ist ein bisschen besser. Ich mache mal rein die Kudus. Und mach mal ja. Biete ihm gleich mal ein paar Verträge an, oder? Ich habe leider nichts, wo ich hier, wo hier zu ihm passt, ne? Habe ich bei dir was? Bei dem habe ich ja schon alles. Da habe ich, da habe ich, da habe ich, da habe ich, da habe ich. Chemie 3, warum Chemie 3? Verstehe nicht. I don't understand it, gell? Verstehe nicht. I don't verstehe das. Naja. Oh, yeah. So, mal gucken hier. Ja, oder auch nicht. Wir machen noch ein Squad Battle. Können ja neue Mannschaften aussuchen. Gegner Update. Tut. Oh, ja. Matuka. Katamarsa FC. Katamarsa FC. Das machen wir jetzt ja. Halbprofi. Bleib doch mal bei Halbprofi. Auswahl der Schwierigkeit. Halbprofi. Ich habe nur noch eine 12er Chemie, oh Gott im Himmel. Das Trikot ist voll hässlich, oder? Aber voll, finde ich. Ich brauche ein anderes Trikot. Ja, mal schauen, wie es auf dem Platz aussieht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolfuß und Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Meet and Drink gegen Wildcards. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das ist die Aufstellung von Meet and Drink. Diego Carlos spielt mit Simon Kier in der Abwehr. Casimiro steht zusammen mit Fernando Reges zentral. Und Harry Kane spielt im Sturm mit Alexis Sanchez. Da ist er alleine durch. Da ist das erste Tor und das Spiel geht gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Es geht weiter. Führung für Meet and Drink. Meet and Drink könnte über außen kommen. Er kann es machen. Und mit dem Treffer zeigt er hier sofort, warum sie ihn geholt haben. Das ist der perfekte Einstand. War das ein Kudus? Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Schönes Jörgchen. Wer war denn das? Kudus, ja. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie.
Maxi, es könnte gehen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Jeder darf mal, oder? Also jeder darf mal. Dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnurzig. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. So langsam wird es gefährlich. Da fangen sie den Pass ab. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Den blockt er wieder super ab. Sergio Ramos. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Fernando. Gute Aktion, Ball weiter im Spiel. Auf Außen hätte Meet and Drink jetzt Platz. Alexis, den muss er machen. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Das macht er sehr gut. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Jetzt die Ecke. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Nee, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Beim Ballbesitz hat Meet and Drink hier Vorteile und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Man spielt doch mal ein bisschen schneller ab. Ball erstmal weg. Der Drink könnte über außen kommen. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Das war schon Tor Nummer 3, der ist richtig gut drauf. Das Tor nochmal in der Wiederholung, erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Busch. Den Ball hat er gut geholt. Da ist er alleine durch. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Balleroberung hier durch Wildcards.
Schöne Aktion. Steilpass. Steilpass kommt an. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Wir schauen noch mal heilig schlecht. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann dieses Tor. Fehlt mal kein Abseits, gell? Und da gibt es nichts mehr zu halten. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Macht er gut hier. Er ist frei, da kann was draus werden. Den Ball hält er gut. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schläft die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Es sieht ganz danach aus, als würden sie... Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Gehalten! Die Chance, die Riesenchance, aber was... Super gehalten! Das zeichnet den Mann aus, diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Nicht ungefährlich, Steilpass. Früh stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Super Parade, klasse gehalten. Die Ecke kommt. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Schwach. Alexis könnte gehen. Alexis. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Hallo Leute, hilft mir mal jemand? Und er geht am Gegenspieler vorbei. Und jetzt die Chance. Ball ist drin. Dann halt nicht, wenn mir keiner hilft. Wenn mir keiner hilft, dann mach ich selber. Verstehst du? Ganz einfach, mach ich selber. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Brauchen wir nicht auf die Wiederholung schauen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das macht er gut. Sie gehalten. Ganz starke Aktion. Casemiro. Gut verteidigt. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Den Kratzer von der Linie. Muss Einwurf geben. Ballbesitz jetzt beim Meet and Drink. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Guter Steilpass hier, macht er gut. Gute Chance. Das Tor ist offen. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das schön ist jetzt nur ein Trainingsspiel für Sie. Kane ist auch noch da. Also, kommt denn der her? Der alte Mann. Wenn Sie sie so kommen lassen in Überzahl, dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Da bist du im Gehäuse machtlos. Wo kommt er her? Sie nehmen eine Auswechslung vor.
eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Steilpass von Kane. Steil gespielt, gute Idee. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Ecke von Harry Kane. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Casemiro. Noch ist die Chance da. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade, die war natürlich sensationell. Fernando. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Was macht er denn? Was macht er denn? Jetzt wollte ich austribbeln. Gleich ausgewechselt. Ecke findet keinen Abnehmer. Casemiro. Fast der nächste Treffer. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da ist die Chance. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Wildcards, jetzt am Ball. Klasse ausgetrickst. Der Torwart mit dem Ball jetzt. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt geht er da mit dem Ball nach innen. Er versucht den Volley. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Wenn das mit den Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ball kommt rein. Und der Pass, super Kopfball. Isaac. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Ja. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Sichere Parade. Ecke in die Mitte. Da oben, der fordert den Ball. Gut von dir, Maria. So kann er hier vorbeigehen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Jetzt Kier. Casemiro. Gehalten. Szene geht weiter. Oh ja, klasse gehalten. Hat den Ball erneut sicher. Klasse Pass. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kane mit der Chance. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln.
wird Abschluss geben jetzt. Ach komm, hör auf. Ach komm, hör auf. Wir sehen den Wechsel. Hör doch auf. Klasse Ballgewinn, vielleicht waren sie jetzt was draus. Er trifft und damit Modric? Steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Nee. Kane. Kane. Wollte gerade sagen, Modric ist doch erst reingekommen. So viel geht's aber nicht, ja. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Trainer wird sauer sein. Das Resultat ist doch ganz alleine. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Modric, ja, Mitspieler sind da. Oh, das könnte was werden. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Harry Kane. Gott sei Dank, nur 11-0. Also den Sieg. Klarer Sieg also am Ende, Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration. Das war heute eine überragende Vorstellung für heute. Ich glaube, die Tore sprechen für... Kane hatte 10-0. Oh, Pessina. Pessina ist schwach. Aber habe ich einen anderen wie Pessina? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, ja, Kader Pessina. Oh. Da gehen wieder Verträge flöten. Ihm kann ich halt leider keinen neuen Vertrag Aktion. Ich kann ihn nur in Dream Squad umwandeln. Verstehst? Ansonsten habe ich kein zentrales offensives Mittelfeld. Doch, ihn hier, Forsberg. Ah, da muss ich erstmal hier Verträge. Wen habe ich nur noch? Linkes Mittelfeld oder rechter Flügel. Scheiße.
Der ist aber defensiv, Tempo, schnell, Pass. Scheiße. Wenn ich den umwandeln könnte in offensives Mittelfeld. Den kann ich leider nicht ummodeln, weil er hier Spieler auf die hier ist, ne? Ja. Edition, die Game of the Year Edition. Ja. Linker Flügel. Offensives Mittel, ja. Kann man den irgendwie ummodeln? Position? Zentrales offensives Mittelfeld. Dann machen wir den hier und tauschen den mal mit dem Pessin, oder? Mit Pessin. So sieht es doch ganz gut aus, oder? Kann ich ihm noch was geben? Sonst habe ich ja nichts, ne? Nur Chemistry Style, ne? Ja, nur Basic, doof geschissen, ja. Ja. Wer braucht kein Mensch. So, mal Moment. Schauen wir mal, wir gucken noch mal noch schnell in Moments rein. Oder ich halt, ich rede eh nur mit mir. Beginne einen Weg zu Ultimate Team mit den wichtigen Momenten zum Fähigkeitsaufbau. Die Extremwander oder einfache Challenge erzielen, schweren werden Szenarios, ein Tor. Anfängermomente abgeschlossen. Erziele innerhalb des Zeitlimits ein Tor nach einem Alleingang. Wollen wir mal ausprobieren? Wir probieren mal. We try. Kane geht vorbei. Da ist die Chance.
Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Ganz energischer Einsatz. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Das muss es fast sein. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Tja, da ist Zeit, damit wir da rum, nochmal starten. Da ist der Ball jetzt weg. Jetzt müssen Sie aufpassen. Kane. Harry Kane. Er macht das frühe Führungstor. Da haben wir es doch. The goal. The goal. Oh, tolle Sternchen verdient. Haben wir schon wieder ein Sternchen. Das wird ja immer schwieriger, ne? Aber für die Sterne kann man sich dann einlösen. Als jeder Zeit mit einem nach einem Alleingang. Die Szenarios werden halt immer anders, ne? Mindestens 13. Jo, dann halt nicht, ihr Lutschers. Jetzt geht's. Jetzt gut. Jetzt ist er durch. Die Chance lebt noch. Der Ball ist drin. Kane trifft. Goal, goal. Zweiter Stern, zweiter Stern. Go, go. Schau mal, ob wir noch einen dritten Stern bekommen, ne? Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ist es das? Kane mit dem Treffer. Wunderbar, er gehört halt wirklich zu den Besten und das zeigt er gerade auch in diesen Spielsituationen. Das geht ja noch, ne? Noch geht es ja. Der dritte Stern. Schau mal, wir hatten auch noch kriegen. Der Angriff, der blutet Ticks. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Jetzt ist der Platz da. Gehalten! Jetzt der Schuss! Sie gehen hier schon früh in Führung. Noch 5 Sekunden war halt dran. Wenn ich am Ballbesitz bin, läuft die Uhr langsamer zurück. Wenn die anderen Ball sind, dann rennen sie. Gott sei Dank. So.
Habe ich es am wenigsten freigeschaltet. Das nächste, ne? Oh, jetzt habe ich schon 5 Sterne. 5 Stars. Man kriegt auch schon was für 5 Sterne, aber besser wäre 10 oder noch mehr, ne? So, hier haben wir alle gemacht. Anfänger. Gehen wir mal zu Amateur. Was machen wir noch? Schauen wir mal rein. Wird ja dann auch immer schwieriger, ne? Und ist besser, man verkackt zum ersten Versuch, nicht mehr. Kane, geh vorbei. Kane! Da ist das Tor, der Bann ist bereit. Wer besser, ne? Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Aber so kann man sich dann gegen Packs und so die Sachen wieder eintauschen, gegen die Sterne, ne? Ist doch eine feine Sache, wenn man das macht, ne? Kann man zwischendurch mal machen. Braucht man dann schon kein Geld ausgeben, ne? Ich muss mal Kane und... Gutes Tackling. Ich sehe da jetzt rennt die Zeit, ne? Ja, das. Gut. Das langt man nicht mehr. Jetzt ist er auf und davon macht er das. Es ist die Zeit abgelaufen, du Arschloch. Ja, gibt nur Abstoß. Wird das seine Torchance? Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Das erledigt wäre. Scheiße. Kane, geh vorbei. Oh, das könnte was werden. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Und er schießt. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Lässt sich nicht beirren, den Helder. Wieder Ecke, mal sehen, was sie daraus machen. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Erstmal abgeblockt. Den Ball hat er gut geholt. Oh, der Mann. Ich krieg doch die Krise hier, gell? Da haben sie jetzt den Ball. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gefährliche Szene. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Geht vorbei. Kane mit der Chance. Und da fehlen natürlich nur Zentimeter. Und damit sind sie am Ball. Pass zu Kane. Jetzt ist er durch. Der Ball geht an den Pfosten. Er zeigt auf den Punkt. Elfer.
Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben, wenn nicht sogar mehr. Chance zum 1:0. Elfmeter und Tor. Jetzt beerdet er das auch noch. Hallo, Johnny. Gibt sich auch noch. Gibt sich auch noch. Wie geht's hier? Wie geht es hier? Da probieren wir jetzt mal was. Mindestens eins. Die hatte ich mal, ja. Immer was probieren hier. Raus. Aber Tempo 95. Wollte noch mal vorbeischauen, bevor ich die 18 in einer Stunde überschreite. Hahaha. Viel zu tun, aber sonst gut. Ja, ich hab nichts zu tun, ja. Ich hab nichts zu tun, ne. Was ist das hier? Ted Lasso Erlebnis. Die habe ich ja schon gemacht. Stelle Momente aus legendär. Mal gucken hier. Bei Liverpool. Was man da machen muss. Am 12. August startet Liverpool in einem Einzel-Sieg gegen Arsenal und holt sich das Community Shield. Erziele ein Tor, bereite ein Tor vor. Soll ich das noch machen? Da können wir mal reingucken, oder? Ah, 4-4-1-1. Ah, okay. Nein, machen wir es doch nicht. Muss aber auch los, feiern mit dem Palo. Ja, alles klar. Naja. Wer es glaubt, wird selig. Dann feier schön und wünsche dir alles. Wenn es soweit ist. Alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall, ja. Was haben wir da was Schönes bekommen, ja. Premium Bronze Pack. Thank you for nothing. Silber Pack. Können wir gleich hier in die Tonne kippen, ja, die Päckchen hier, gell? Braucht doch kein Mensch. Man braucht so eine Scheiße. Bronze. Wenn ich die wenigstens verkaufen könnte, die Scheiße, verstehst du?
ich krieg mal was Schönes zum Anziehen. Wieso kann ich die Leute nicht verkaufen? Oh, Toronto. Ah. Canara Calcio. Jo. Feiert nur, was zu feiern gibt. Nimmer. Ah, Goldpixel. Mal reingucken, oder? Packvorschau. Hawk, oh Gott, nee. Promopacks. Jo. Toronto. Machen wir Toronto. Wie ist ein bisschen bunter, ne? King Kong, yo King Kong, ich bin heute King Kong. Foundation. Ich hätte gerne ein schönes Trikot, verstehst du? Ein schönes, ein nicer Dicer. Aber ich hab nur Schlunzibrunz, gell? Ja. Nur Schlunzibrunz. Ganz hässlich hier. Ich muss mal gucken. Habe ich noch was bekommen? Nee.
In die Einstellung. Matchmaking. Spielen. Kann man da... Nee. Jo. Kann ich da in die Einstellung? Naja. EA Sports Music. Online-Einstellung. Einstellung. Grundsteuerung. Steuerung anpassen. Nee, das war's nicht. Grundsteuerung. Ah. Spieleinstellung. Wenn ich wenigstens jetzt Audio. Menümusik im Gameplay. Ich muss halt, kann es halt nicht anders machen, ja. Schwierigkeitsgrad Amateur, Halbprofi. Okay. Da lassen wir das mal für heute. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wenn nicht, tut's mir leid. Oder auch nicht. Ich habe nach der Erschallung auch 10.
Vielleicht werden die Leute auch mehrfach 18, ich weiß es nicht. Kann ja auch sein, ne? Ich hab gedacht, der ist schon lang 18. Naja.